Dvipada Pavan Muktasana ist ein Asana, welches die Lendenwirbelsäule dehnt, Spannungen aus dem unteren Rücken nimmt, die Hüftgelenke flexibel hält und eine gute Massage für die Bauchorgane ist. Dvipada Pavan Muktasana gehört auch zu den Übungen, welche Blähungen vorbeugen kann oder auch Luft aus den Verdauungsorganen bringt. Deshalb heißt auch Pavan Muktasana, Mukta heißt befreien und lösen und Pavan heißt unter anderem Wind und eben auch Luft. Lina zeigt, wie es geht. Vom Rücken auslegen, von der Rückenlage ausgehend, beuge die Knie und fasse mit beiden Händen um die Knie und ziehe die Knie zu dir hin. Du kannst entweder jeder Hand ihr Knie geben oder du kannst die Hände auch falten um die Knie herum. Atme dabei gleichmäßig ein und aus und stelle dir vor, dass die Lendenwirbelsäule lang wird und versuche auch den Kreuzbereich zu spüren und dabei im Hüftkreuzbereich ganz locker zu sein. Natürlich werden dabei auch die Gesäßmuskeln gedehnt und wenn du tief mit dem Bauch ein- und ausatmest, gibt es eine gute Massage für die Bauchorgane. Angenommen, du hättest Blähungen, dann würdest du vielleicht merken, dass die Luft entweicht und das ist auch gut und angenehm. Die Inder hatten dort in früheren Zeiten kaum Hemmungen. Sie waren froh, wenn es Blähungen gibt, dass man sie schnell los wird. Im alten Indien gab es auch keine Fenster und in Indien war es sehr warm, sodass man das gut machen könnte. Aber selbst wenn du keine Blähungen hast, die Übung ist gut für die Bauchorgane, beruhigt das Verdauungssystem, gehört auch als Übung zum Beispiel in ein Standardprogramm bei Reizdarmsyndrom, wird aber bei Yoga Vidya hauptsächlich eingesetzt im Rahmen des Rücken-Yogas, um Lendenregionen zu entspannen und die Kreuzregion. Dvi heißt übrigens zwei, Pada heißt Beine. Du hast eben Hände um beide Beine, im Unterschied zu Eka Pada Pavan Muktasana, was das Thema eines anderen Videos ist, wo du nur mit einer Hand um das Knie fasst.